Ja, hallo. Hier sind wir wieder bei Königsfeld. Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute geht es mal um eine kleine Reparaturarbeit. Wir hatten ja beim letzten Mal gesagt, dass die Wasserhähne tropfen. Ich habe neue Wasserhähne bestellt. Die sind auch prompt gekommen. War nur ein bisschen überrascht. Blende ich gleich mal ein, wie sie verpackt waren in dem Karton. Aber gut, ist alles in Ordnung. Und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt uns mal an den Einbau machen. Für die, die sich fragen, was hat er denn gedacht, wie die kommen? Ich hatte schon gedacht, dass die Nummer separat verpackt sind und nicht einfach lose im Karton liegen. Aber wie gesagt, ist nichts dran, keine Kratzer, kein gar nichts, ist alles in Ordnung. Los geht's. So, was brauchen wir jetzt? Wir müssen uns vorbereiten. Wir brauchen erstmal Werkzeug. Wo ist es? Da. So, was ich empfehlen kann, immer den Werkzeugkoffer dabei. Okay, da ist was lose. Aber egal. So ist jede Schraube vor uns nicht mehr sicher. So, als erstes geht es jetzt an den Küchenwasserhahn. Und da der blöd verbaut ist, muss ich die Schublade rausbauen. Da bin ich mal gespannt, wie das funktioniert, weil habe ich noch nie gemacht. Jetzt versuche ich gerade mal die Schublade leer zu räumen. Wenn das die Alex mitbekommt, das muss ich ordentlich wieder einräumen. Sonst sieht da direkt nachher wieder Kasala. So, und dann ziehen wir mal die Griffe. Mal gucken, was passiert. Brusher. Das hört sich schon mal gut an. Jetzt scheint es aber hinten was zu hängen. So, es ist ein... Ich kriege die Schublade nicht raus, finde aber gerade keinen Ansatz. Deswegen habe ich versucht es so, die Schläuche sind los. Und jetzt habe ich mich aber gewundert, weil an dem Wasserhahn ist ein Kabel dran. Also, ich war jetzt mal kurz im Bad und habe mal da geguckt, wo die Kabel hingehen, weil die brauchst du eigentlich... Wenn du keine, ich glaube, Druckpumpe hast, keine Ahnung. Auf jeden Fall sind die da nur ans Waschbecken geklebt. Also wird das hier genauso sein. Sah nur so aus, als wenn die hinter der Wand verschwinden und fest sind, aber dann haben die da festgeklebt. Deswegen, man merkt, ich komme mit Schwitzen, geht es jetzt weiter und dann schauen wir mal, wo wir am Ende des Tages landen. So sieht es im Moment aus. Wie gesagt, los ist er. Ich kriege ihn nur nicht hoch, weil das Kabel noch fest ist. Schauen wir mal weiter. So, war hier genauso, nur festgeklebt. Und siehe da, voilà, da ist er. Schön. Dann würde ich sagen, geht jetzt an Einbau. So, hier ist der neue Kamerad. Dann wollen wir den jetzt mal einbauen. Mal gucken, ob das genauso funktioniert. So einfach mit dem Kabel auch vor allen Dingen, weil da habe ich jetzt eben schon ein bisschen dran rumgemacht, weil man nicht richtig drankommt. So. Ich sag euch, mit der Schublade, wenn man nicht weiß, wie die rausgeht, ich wollte da jetzt auch nicht irgendwie, ich habe gedacht, versuch's so, habe ich jetzt auch geschafft. Der neue Wasserhahn ist drin, die Pumpe ist an und siehe da. Seht mal, der tropft überhaupt nicht mehr. Zack. Und hier unten, so, ihr seht da, oben sind die Schrauben, die habe ich jetzt festgemacht. War ein bisschen scheiße dran zu kommen, aber es hat dann alles geklappt und es tropft. Nicht. So, das Kabel, was da noch runterhängt, das verklebe ich gleich auch nochmal mit Tape hinten dran, befestige ich das, dass das auch aus dem Sichtfeld verschwindet und sich nirgendwo verhakt. Und jetzt geht es ans Badezimmer. Natürlich dürfen wir eins nicht vergessen, was müssen wir machen, wenn wir jetzt ins Badezimmer gehen. Richtig, der aufmerksame Zuschauer hat es bereits gewusst, die Pumpe aus, sonst haben wir Salat. Ja, dann schauen wir mal hier. Hier ist das Ganze schon, ihr seht, hängt das da. Dann müssen wir einfach mit den Schrauben aufmachen, da kommen wir auch viel besser dran. Und ihr seht auch hier, die Pumpe war ja gerade an, der tropft schon wieder. Also, fangen wir mal an. Ja, unser Problem jetzt hier ist, Schellen sind lose, aber der Kunststoffschlauch lässt sich nicht abziehen. Komme ich nicht dran. Also, beziehungsweise komme ich dran, aber geht nicht. Alter Handwerkertrick, Föhn. Da entwendet man den Föhn der Frau und erwärmt das Ganze ein bisschen, dann müsste das eigentlich reibungslos gehen. Wollen wir hoffen, dass ich da recht behalte. Hat geklappt. Trotzdem anstrengend, muss man echt sagen. Tätä, der alte Wasserhahn ist draußen. Jetzt kommt der neue rein. Das ist schon die Fummel, muss man echt sagen. Ziemlich auf engstem Raum alles zusammen. Aber gut, wer will heulen? Hauptsache Tropfchemie. So, beide Wasserhähne sind drin und ich muss ganz ehrlich sagen, es ist mir jetzt richtig warm, wir wollen richtig in Schwitzen gekommen. Aber wir haben mit dir auch heute mal seit langem wieder richtig schön warm. Gut, dann wollen wir mal gucken, ob die Wasserhähne
den Druck jetzt aushalten, beziehungsweise die Schläuche, die ich angeschlossen habe. Und dann werde ich jetzt noch ein bisschen aufräumen, ein bisschen putzen, damit die Alex auch gar nicht auffällt, dass überhaupt was passiert ist. Kleiner Rückschlag, weil an dem Warmwasserschlauch war oben, der war eingerissen ein bisschen, wahrscheinlich vom Abziehen. Den muss ich jetzt erst nochmal gerade ziehen. Seht ihr? Da. Ja, ist immer noch alles dicht, aber für diejenigen, die denken, was macht der da eigentlich? Hätte der auch anders machen können. Ja, habe ich aber auch gerade erst gemerkt, als ich mir den Ausgebauten angeguckt habe. Und zwar ist da hier dieser gelbe Pinöckel. Den kann man mit einem kleinen Schraubenzieher, Moment, so rausdrücken. Also so praktisch. Und dann kann man die abmachen, schön in den Schlauch reinstecken und wieder dran machen. Und den Pinöckel wieder reinschieben. Das ist die Arretierung der Pinöckel. Ja, hätte ich mich vorher vielleicht noch ein bisschen mit auseinandersetzen müssen. Auf der anderen Seite war, wie gesagt, die Lieferung ohne irgendeine Bedienungsanleitung. Vielleicht gehen wir auch davon aus, wenn jemand sowas bestellt, der kann das. Aber so als kleiner Hobbyhandwerker lernt man halt immer wieder dazu. Und ich weiß nicht, ob es jetzt einfacher gewesen wäre, weil es ja sowieso eine knifflige Stelle gewesen wäre. Und in der Küche wäre ich definitiv nicht an den Pinöckel rangekommen, aber im Bad. Aber ja, das nur als kleiner Tipp, weil wir lernen ja alle dazu. Wer vielleicht besser drankommt mit dem Pinöckel, ist es dann einfacher. Weil da habe ich mir ein bisschen abgebrödelt, wie ihr gesehen habt, den Schlauch drauf, festdrehen und dann reindrücken. Oder vielleicht ist es auch dafür da, wenn das da mal tropft, dass man die Dichtung erneuern kann. Ja, wir werden es irgendwie rausfinden. Wenn ihr es wisst, schreibt es mal unter die Kommentare. Hier, wie gesagt, dieser kleine Pinunsel ist auch in Gelb gekennzeichnet, muss man dazu sagen. Hätte man vielleicht drauf kommen können. Man kennt das ja von Autos. Das sind auch Sachen, die man selber machen kann. Beziehungsweise wie Ölstab, Wischwasser und so ein Kram. Der ist gelb markiert. Aber dann weißt du immer, da muss man mal nachgucken. Hätte ich mir vielleicht hier auch denken können, naja, ne, ich wollte, also, man kann ja alles wissen. Aber ich bin jetzt wieder ein Stückchen schlauer. Bis jetzt hält alles, ich höre auch nichts tropfen. Ich räume jetzt mal auf, ein bisschen Staubsaugen, da steht die Frau ja drauf, damit er dann auch beim nächsten Mal wieder fahren kann und voll in Einsatz, bevor ich erstmal einen Anranzer bekomme. Nein. So, das war die Reihe Handwerker bei Königswelten. Jetzt haben wir die Wasserhähne ausgetauscht. Bisher hat alles gehalten, Druck hat gehalten. Wunderbar. Nirgendwo ist er rausgetropft. Halt, der Junge hätte wieder Jod gemacht. Und dann damit sage ich Tschüss, bis zum nächsten Video.